könnt jetzt alles da sehen? Also das sind jetzt die Kameras. Die können wir ja auf Einzelschaltung machen. Dass ich jetzt hier hinten, wenn ich zurückfahre, das gerade im Gefahrenbereich hinten ist. Dann sehe ich da, das ist ein Bantel. Da kommt nochmal Erden raus. Ja. Und Blut. Und da schaue ich halt dann, ob ich nicht das Kartoffel mit rauszieht. Ja. So, dann habe ich da oben das Verlesebantel. Da sehe ich, wie viel Kartoffel kommen. Da kann ich dementsprechend Einstellungen machen, dass beim Beimengenbantel einfach mehr Dreck mit rausgeht. Und da habe ich hinten die Umlenkung, wo ich die Kartoffel raufkomme, die Umlenkung, dass sie wieder nach vorne kommen. Einfach auch zur Überwachung, dass nichts verstopft. Dass das halt alles läuft, dass kein Band stehen bleibt. Und hier, das ist dann der Terminal für die ganze Maschine. Ja. Da kann ich alles einstellen. Also zum Beispiel die rote Tiefe, wie tief das wir rein müssen, damit wir ja alle Kartoffeln erwischen. Dann kann ich die Bandgeschwindigkeiten einstellen. Wie schnell das alles aufgeht, weil wir wollen es eigentlich möglichst schonend rausgehen. Das heißt also, wenn jetzt weniger kommt so, oder ich langsamer fahre, dann schaue ich die Bänder natürlich auch langsamer machen. Und dann habe ich eben die Walzen, die man hier jetzt sieht auf dem Bildschirm, da kann ich dementsprechend aufmachen, dass dann ein bisschen mehr Dreck rauszieht. Und so geht das weiter. Und da kann ich halt alles von hinten vorne, von der Tiefenführung bis hinten, bis zum Punkt hinein, kommt alles einstellen, verstellen, okay, so wie ich es brauche. Individuell. Komplett Computer gesteuert. Ja. Genau. Cool. Und das hier, da haben wir das GPS. Ja. Hier stellen wir halt rein. Moment, da sieht man es nicht. So, und jetzt erfahrt er von alleine. Also ich habe ihm meine Linie vorgegeben. Und jetzt fährt er alleine dahin. Da muss man komplett autonom fahren sozusagen. Ja, genau. Also das ist jetzt und sie lacht nicht ganz so. Aber das war hier Vorteil ist ein GPS, das lasse ich fahren und dann kann ich mich eigentlich auf die Maschine hinten komplett konzentrieren. Aha, kann ich immer wieder schauen, was sie in die Bild, in die Bildschirme, läuft alles. Wenn was nachstellen braucht, kann ich dann nebenbei immer ein bisschen nachstellen. Genau, und das habe ich nur die Handarmaturen, dass ich halt dann die ganze Maschine noch bewege. Also das heißt Lenken, Deichsel, also wenn ich gerade umdrehe und dann eben zum Ausleeren. Ja, klar. Genau, das habe ich alles hier drauf. Also. Das ist sehr geil. Und das geht dann von wann bis wann? Wie viel Uhr so hier für so ein Feld hier? Wie lange seid ihr da unterwegs? Normalerweise? Man kommt ganz drauf an, wie der Boden ist und drauf. Aber ich sage mal, für einen Hektar, sagen wir mal so zwischen 2,5 bis kann bis 5 Stunden dauern. Okay. Kommt immer ganz darauf an, wie gesagt, wie die Gegebenheiten sind vom Boden an, und was dann, ist da dran. Dann fangt ihr dann immer an, schon so früh zum Sonnenaufgang oder? Ja, also wenn wir hinten einlagern, da fangen wir ab 6 Uhr ein. 6 Uhr an. 6 Uhr an. Und arbeiten quasi auch im Schichtbetrieb bis um 10 Uhr abends. Okay. Ja. Dann mit Licht, Flutlichtbeleuchtung oder wie dann? Ja, die Schlepper und auch die Maschine, alles ist ja aus. Das heißt ausgestattet mit Beleuchtungen. Also 8-Stunden-Tag habt ihr hier nicht. Nein, nicht ganz. Das bringen wir nicht ganz da. Wir haben ein paar Stunden mehr. Ja. Oder ein paar Minuten. Ja. Genau, aber wie gesagt, wir schauen eigentlich grundsätzlich, schauen wir, dass wir eigentlich im Schichtbetrieb fahren. Also der eine fängt zum Beispiel in der Früh an, dann Mittag, Nachmittag auf, dafür kommt dann der nächste. Ja, okay. Genau. Wir wollen ja auch unsere Leute nicht auslagen, weil wenn wir sagen, wir machen das über mehrere Wochen nur, das geht dann irgendwo mal an die Substanz. Ja. Ja. Ja, fein. Super, klasse. Erzählen. Gut.